So, hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von How to Wii Minecraft. Das ist jetzt die erste Folge von meinem Pistenhaus. Und zwar zeige ich euch heute den Nachttagsensor. Und zeige euch, wie ihr den baut. Zunächst mal brauchen wir hier so einen kleinen Raum. Ich muss gerade mal gucken, wie lang der ist. Ich hatte auch eigentlich schon alles dabei, nur ein Bett hatte ich nicht. Das platzieren wir hier mal eben. Und dann hole ich mir wieder eine Villager zurück. So, dann machen wir das hier ums Bett herum. Zwei Blöcke hoch. Überall anders kommt das dann drei Blöcke hoch. Und zwar so. Hierhin kommt eine Tür. Den brauchen wir schon gar nicht mehr. Hier drüber kommen noch zwei weitere Blöcke. Jetzt brauche ich hier mal zwei nach unten. Einmal Redstone. Und hier auch nochmal den da oben rauf und da die Trittplatte. Jetzt können wir uns hier nach unten graben und das Redstone-Signal rausholen. Und das kommt dann hier in einen sogenannten T-Flip-Flop. Der bewirkt folgendes, dass aus einem Knopfsignal wird dann ein Signal eines Schalters. Halt eben ein konstantes Signal. Den baut man so. Es ruckelt gerade etwas mehr. Okay, so, jetzt geht's wieder. Und dann holen wir uns hier das Redstone-Signal raus und können das jetzt schon an die Lampen anschließen. Es gibt zwei Varianten, entweder hat man die Lampen direkt auf dem Boden oder man hat da erst noch einen Block und dann die Lampe, was ich persönlich besser finde. So, wie man das dann baut, hier ist noch Redstone-Zeug, deshalb gehe ich mal hier hin. So, hier kommt dann der Block weg und hier kommt das dann jeweils, was macht das ganze Redstone-Zeug so? Kommt das dann jeweils zwei nach unten. Immer da, wo eine Lampe sein soll, muss dann halt eben, ist immer ein bisschen weiter, muss dann halt eben immer ein Block sein, davor ein Repeater und dahinter am besten auch, weil so könnt ihr dann sicher sein, dass auch alles mit dem Redstone geschaltet wird. So, so, und dann laggt es mal wieder, aber ich packe jetzt die Redstone-Fackeln drauf. Und darauf kommen dann die Blöcke und darauf kommen die Lampen. Das heißt, die Blöcke kriegen das Redstone-Signal und geben das weiter an die Lampe. So, hier haben wir eben ganz schnell überall gemacht. So ein bisschen. Und jetzt kommt der Villager ins Spiel. Villager haben die Eigenschaft, dass wenn es Nacht wird, gehen sie in ihr Haus rein. Und am Tag gehen sie halt eben raus. Ich platziere mal eben Villager. Der sollte jetzt in sein Haus reingehen, weil ja Nacht ist. Jetzt ist er über die Trittplatte gelaufen, hat einmal den T-Flip-Flop umgelegt und somit ist das Signal ausgegangen. Ich muss jetzt noch einmal raufdrücken, weil es ist ja Nacht, deshalb sollen sie an sein. Wenn ich jetzt wieder Tag mache, so, dann sollte er gleich rauskommen aus seinem Haus. Und dann kommt das Bett ins Spiel, weil der Villager dann denkt, wenn er auf dem Bett rumläuft, dann könnte er vielleicht da raushüpfen, was allerdings nicht geht, aber er ist nicht schlau genug, um das zu bemerken. Ja, und deshalb bleibt er dann die meiste Zeit auf dem Bett. Es kann auch mal sein, dass er runterläuft. Deshalb hatte ich dann noch einen Knopf an dieses Redstone-Signal hier angeschlossen. Ja, soweit war es das schon zu dem ersten Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß mit eurem neuen Nacht-Tag-Sensor.